Du hast mich geschlagen, Svenja. Natürlich kommt Odin noch. Es überrascht niemanden. Hast du mich gerade klein genannt? Kleine Svenja, du hast also auch die Tesseract-Fähigkeit gemeistert. Aber es ist zu spät. Ich bin hier, um Rot herauszufordern, den größten Trainer aller Zeiten. Ich werde ihnen die Verus opfern. Dann habe ich unendliche Macht und werde für immer über die Welt herrschen. Und um ihn zu opfern, um seine Stärke zu bekommen, muss ich ihn im Kampf besiegen. Ich habe dich schon mal besiegt. Das stimmt tatsächlich. Als Gold oder Silber besiegst du Rot auf dem Silberberg. Also ja. So, du siehst immer noch genauso aus wie früher. Was? Das Einzige, was ich verloren habe, was da, war das L in meinem Namen? Wenn du meinst. Du hast deinen Namen umgestellt. Schön. Ja gut. Aus Gold machst du Gott und packst noch ein I dazwischen, hast du... Wobei, das G macht irgendwie keinen Sinn daran. Das ist einfach Gott. Gott. Er ist Gott. So, los geht's, Red. Ich zerstöre dich. Ich opfere dich und beherrsche die Welt. Und er so... Svenja, du hast gegen Rot gekämpft. Du hast all seine Pokémon besiegt. All seine Pokémon sind... ja, nicht mehr in der Lage zu kämpfen. Also habe ich automatisch gewonnen. Die Werwurst, komm her. Oder no? Hat er jetzt gerade wirklich Red umgebracht? Und wir alle standen daneben und haben nichts getan? Ja, keiner wollte Red haben. Oh. Team Asgard ist unantastbar. Ich bin unantastbar. Wir sind Götter. Ich glaube nicht. Ah, die Freunde und Familie der Heldin sind auch hier, um sie zu retten. Wie schön. Team Asgard, ihr könnt eure Namen wieder reinwaschen. Zerstört diese drei. Svenja, du hast mich so oft erniedrigt. Aber nun habe ich die Werwus. Die Werwus, die wahre Form der Divine Plate von Arceus. Und dank dir hat Red diese Welt verlassen. Ich habe unendliche Kraft. Und Svenja, das ist alles deine Schuld. Schau mich an, während wir kämpfen. Ich möchte das letzte bisschen Hoffnung in deinen Augen sehen. Ich würde behaupten, das hier ist der finale Kampf der Afterstory. Gegen Odin, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Wann hat er die jemals gehabt? Oh nein, das Bettenbesting. Das Battenpass Double Team Jolteon, ich erinnere mich, Level 120. Ich würde mal vermuten, du wurdest nicht geheilt, du bist auf die AP-Gruppe. Ich wurde echt nicht geheilt? Richtig bitter. Gut, dass du geheilt hast. Ja, Doppelteam Battenpass Jolteon. Gott sei Dank habe ich gerade getroffen. Das ist aber mies, dass man nach Red nicht geheilt wird. Nice. Das Ding ist super nervig gewesen beim letzten Mal. Danke, Jan, für den Tipp. Ja, guck mal, die Werwus. Was hat der für ein Typ? Ich weiß nicht, aber es kann vielleicht nicht schaden, eine Drachenklaue drauf zu machen. Und hat Download. Ja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Maledeux, wie es hieß, oder die Werwus. War das nicht normal vom Typ her? RIP! Kommt mit gebußten Spezialangriff. Ja. Ah. Okay. Was kann der eigentlich? Dann hau ich nochmal drauf. So viel Schaden wie möglich machen. Jetzt gleich mal mit dem Krieg. Ja! Wir müssen nicht über die Optik von Divaevus reden. Oder Divaevus oder wie auch immer. Sollte die Mauer stecken? Ich weiß nicht. Eine lebende Elementarplatte von Arceus. White Herb. Ist mir egal, ich klatsch dich jetzt weg. Oh, nicht normal. Egal, doof. Keine Ahnung, was es für ein Typ hat. Kannst du bitte abtauchen?
Ich will doch nicht gehen. Ich will doch ein bisschen kämpfen. Ja. Cinnamons ist ein Problem. Hast du Eisspeed mittlerweile wieder? Ja. I have Ice Speed. Gute Verteidigung? Scheiße. Nicht gut genug. Erstmal bitte den Hochmutbus wieder beseitigen. Ich muss jetzt eigentlich Knackrack wieder nehmen. Knackrack könnte schneller sein. Boah. Aber ich glaube, ich habe keinen Top-Beleber, weil man das hier nie gefunden. Ah! Einen! Ja. Talassa hat es ja offensichtlicherweise nicht überlebt. Ja, haben wir auch gerade gefragt. Was ist die Siege von beiden? Also Mutalanda ist halt in jedem Kampf gegen Odin echt nicht so nett gewesen. Das Positive ist, wir können den Bedroher nochmal rausholen jetzt. Zur Not. Oh, das sieht aber ziemlich gut aus. Heilen oder angreifen? Sieht so aus, als angreifen. Ich hätte dieses Tesseract-Ding, was 100-100 hat. Wir können mal gucken, wie viel Schaden das macht. War das eine gewisse Chance, sehr effektiv zu sein? Ja, aber es macht leider nicht viel Schaden. Die Sache ist, Jirachi hat ja Serene Grace, also es muss ja dann doppelt so hoch sein, die Chance. Aber ich glaube, ich möchte erstmal heilen. Ich möchte einmal Staraptor wieder voll heilen. Dass wir dich auf jeden Fall nochmal haben. Noch schlag dich einfach weiter selber. Dann halt nicht. Das geht noch. Aber selbst da kann ich nicht viel machen. Nee. Und einmal Talassa schon mal wieder beleben. Einfach auch, um den Switch zur Not zu haben. Dann werde ich die Ratsche wieder hochheilen. Nicht viel zumindest. Muss ich, glaube ich, jetzt mal miteinander krücken, damit er dich raushaut. Sag das bitte nicht. Es war zwar kein Crit, aber ich würde trotzdem behaupten, du hast es irgendwie gecallt. No, you don't. Ich bin home with Tesseract. Es wird aber greedy. Ich glaube, der jetzt hätte dich vielleicht gewonnen. Macht das weg! Shaman! Da kann ich Hermes wieder brauchen. Puh! Ja, Brutalanda ist gefährlich mit Drachentanz und Hochmut. Oh, das Kleine, nicht das Shaman Sky. Mach ich eigentlich 15 Mal Brave Bird? Schon krass. So. Das war ein kurzer Auftritt von Shaman. Aber es hat sein Bestes gegeben. Da. Feuer. Es tut mir leid, es musste weg. Besser er als ich in dem Fall. Er ist jetzt schneller. Wir sind beide langsam wie sonst was. Ja, wir sind beide so unendlich lahm. So. Und dann hast du noch eins. Gengar.
Gengar. Was war man jetzt gegen Gengar am schlausten? Ein bisschen Drachenklaue oder so? Gucken wir mal. Kommt halt auf das Set so ein bisschen an, ne? Ich frage mich nur, ob es ein Mega-Gengar ist, eventuell. Was ist denn Dino-Ball Deutsch? Zapplerang? Ja. Ich könnte auch einfach Crunch machen. Das ginge auch. Ja, Mega-Gengar. Das war jetzt irgendwie auch nicht so abwegig. 20 Init von dem Ding zu 50 von deinem. Hm. Shadow Ball, das ist in Ordnung, denke ich. Sieht sogar gar nicht schlecht aus, so in diesem Pixel-Stil. Ja, Grit. Hab bitte keinen Tiefschlag. Shadow Sneak ist auch in Ordnung. Naja, es hatte keinen Tiefschlag. Das ist ja wohl der beste Abgang des letzten Pokémon der Afterstory, was man hätte haben können. Der Rocky Helmet. Ich weiß nicht, ob die Grauhaut oder der Rocky Helmet ist im Endeffekt war, aber... Das muss ein Scherz sein, ja. Aber okay. Ach, das nimmt ihn mit in den Tod. Ja, warte. Die Velvus ist verschwunden. Aber ich sollte doch... Mach Platz... Odin, es ist endlich vorbei. Nein, 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 nein. Solange ich lebe, werde ich immer... Dummiesel, komm raus. Wenn man nicht weiß, was er für ein Dummiesel hat, klingt das unglaublich unbedrohlich. Ja. Ripp. Nein! Hat Dummiesel gerade den Hauptantagonisten dieses Fangames... gefressen? Mega-Miesel, wenn dann. Mega-Miesel von mir aus? Was? Devour ist verschlingen. Also eventuell? Ja, so ein Finsternis verschlungen irgendwie. Das war's dann. Es ist endlich vorbei. Aber zu welchem Preis? Wer redet? Ich weiß nicht. Rot wurde geopfert. Svenja wäre fast auch draufgegangen. Was wird mit uns passieren? Ihr drei werdet verhaftet und werdet im Gefängnis passend behandelt werden. Dein Bruder ist in Sicherheit. Ist er das? Ich kann es nicht glauben, es ist endlich vorbei. Nach einem Jahr des Schmerzes und des Leidens kam hier alles zusammen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist wirklich erwachsen geworden. Auch wenn ich deinen Geschmack in Sachen Rivalen in Frage stelle. Nicht nur du, Mama. Kann ich deine unglaublichen Kampffähigkeiten nicht in Frage stellen. Du bist eins mit deinen Pokémon. Nein. Solange wie du lebst und auch danach wird die Welt dich niemals vergessen. Und jetzt noch Rivalenkampf. Wie unepisch wäre das denn? Du hast so viel für uns getan. Die Welt steht in deiner Schuld. Svenja, genieß deinen Sieg. Es gibt noch mehr Orte, die du mit deiner neuen Tesseract-Fähigkeit besuchen kannst. Wenn dir jemals langweilig werden sollte, dann komm nach Blackfist City, okay? Nein. Ich weiß, wir kamen nicht immer miteinander klar. Aber ich werde immer stolz sein, dein Vater zu sein. Ich auch, Svenja. Stolz, deine Mutter zu sein, meine ich. Ich wollte gerade sagen. Ich warte ebenfalls in Blackfist City auf dich. Ich liebe dich. Ah. Ja, wir können gerne mal speichern. Wie ich noch nicht mal Credits bekomme. Das ist richtig sad. Credits. Aber ich hab's geschafft. Aber ich habe keine Credits bekommen. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Das macht mich auch ein bisschen traurig. Also rauslaufen. Also rauslaufen.
Was habe ich verpasst? Alles. Oh, was haben wir denn da? Okay. Kommt der her? Man weiß es nicht. Na gut. Jirachi, kannst du mal kurz? Wärst du mal so nett? So, jetzt bin ich wieder hier. Wärst du mal nochmal so nett? Aha. Jetzt kann ich auch wieder raus. Bisschen gemein, dass ich hier nicht so rauskomme, aber nun gut. Also das Finale war schon von den Kämpfen her eigentlich ganz cool. Nur ist es ein bisschen schade, dass wir keine richtigen Credits bekommen haben, weil das fühlt sich so, ich weiß nicht, immer noch so unabgeschlossen aus. Von wegen, ja, kannst du noch mal Black Fist und so weiter kommen. Das ist so ein bisschen schade. Ich fliege einfach mal eben kurz hier hin. So. Wieder Aphrodite mitnehmen. Erstmal wieder Aphrodite mitnehmen. Ganz genau. Die wollte eh nicht in diese Lavahöhle rein. Das stimmt. So. Aber Jirachi hat auch keinen schlechten Job gemacht. Wie sind die alle anderen ohne Tesseract da rausgekommen? Oder überhaupt reingekommen? Welp. So. Also wir können, wenn ihr möchtet, noch mal kurz nach Black Fist gehen. Ich werde aber vorher speichern, falls es jetzt plötzlich heißt, ja, Champ Rematch und dies und das und jenes. Aber wir können zumindest mal vorsichtig gucken, ob die noch irgendwas sagen. Von wegen, du musst mich ansprechen, um Credits zu bekommen. Aber dann ist so langsam auch Schluss. So lange wollte ich nämlich gar nicht streamen und ich habe schon Hunger. Aber du hast sogar schon Schlafenszeit. Ja, das ist das Traurige daran. Die darfst du nicht vergessen. Die Sache ist, wo sind die hier in Black Fist? Da ist die Arena, da ist der Markt. Da? Ich habe Mama gefunden. Das ist auch schon viel wert, glaube ich. So. Willkommen in der neulich neu eröffneten Subway Station. Dieser Zug bringt dich in die Nachbarregion, die Aroma-Region. Die Region wurde vor kurzem, ja, abgesperrt und in Quarantäne versetzt. Okay. Was ist da passiert? Aber ich habe mit Professor Maple in der Region gesprochen und eröffnet die Grenzen für dich. Aber irgendwas geht da vor sich und ich mag das nicht wirklich. Wenn du in die Aroma-Region reist, dann musst du dein Team hier in Westrin zurücklassen. Und umgekehrt auch, wenn ich die Aroma-Region wieder verlasse, muss ich mein Team auch dort lassen. Wegen der Infektionsgefahr. Aber dich lassen die da rein! Ja. Aber du kannst im Zug immer wieder wechseln. Wenn du in Westrin bist, kannst du dein Westrin-Team benutzen und wenn du dort bist, dein Aroma-Team. Okay. Das habe ich schon verstanden. Viel Spaß in der verseuchten Region. Ich liebe dich. Du mich auch, Mama. Du mich auch. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass die einfach ein ganzes Land in Quarantäne versetzt haben und jetzt aber meinen, ja Schatz, du kannst da trotzdem hin. Kann schon nicht so schlimm sein. Ich muss sagen, das habe ich tatsächlich gewusst, weil ich nämlich mal nachgeguckt habe, was man im Rahmen der Afterstory so machen kann, logischerweise, weil es einfach als Stream-Projekt für mich auch wichtig war, so ein bisschen den Umfang einschätzen zu können. Und bin dementsprechend, ich glaube, als wir so in der Liga waren, hatte ich mal geguckt, drüber gestolpert. Ja, Zeta hat tatsächlich, wenn du alle 5 Siegelholz fertig hast, noch eine komplette neue Region. Was zur Hölle? Also es ist wirklich eine komplette Region. Du lässt deine Westrin-Pokémon hier, bekommst einen neuen Starter, kannst dir ein neues Team aufbauen, startest quasi wieder auf Level 1 und hast quasi, ja, komplett neues Fangame schon fast und kannst dich dann mit der
drohenden Gefahr in besagter Aroma-Region auseinandersetzen. Du hast also prinzipiell ein komplett neues Abenteuer. Aber du darfst deine Items behalten, oder? Aber meine Items, ja, die darf ich behalten. Sprich, du hast all deine Sonderbonbons dann noch. Yes! Also, ich finde das cool, dass sie noch eine zweite Region haben, aber es ist schon too much, oder? So für das, für ein Fangame, so von wegen, ja, Hauptgeschichte mega lang, dann noch eine Afterstory mit vielen spannenden Kämpfen, wo du bis Level 120 hochgehst und dann haben wir noch eine zweite Region für dich, wo du wieder ganz von vorne anfangen kannst. Die wussten nicht, wann Ende ist. Das ist halt schon heftig. Das auf jeden Fall. Hat so seine Vor- und Nachteile. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass wir Zeta selbst mehr oder minder hier erstmal abschließen, weil wir haben ja die Hauptgeschichte und die Afterstory gemacht. Gut, es gäbe noch diese Ranger-Mission, die man machen kann. Kann angeblich mit meiner Tesseract-Fähigkeit noch hier und dort was erledigen, aber ich glaube, so das Wichtigste haben wir ja gemacht. Deswegen, also Zeta selbst würde ich da quasi erstmal abschließen. Ich würde vermutlich dann auch gerne erstmal noch ein bisschen was anderes machen an Stream-Projekten. Wenn ich in Zukunft, in den nächsten Monaten, Bock habe, da wieder einzusteigen, und wenn ihr Bock habt, da wieder einzusteigen, dann würde ich Zeta prinzipiell schon weiterspielen. Aber ich würde es eigentlich eher so als eigenes Stream-Projekt behandeln. Also nicht so, wir sind jetzt bei Zeta Stream 13, 14 oder so. Also ich würde jetzt nicht irgendwie weiterzählen. Ich würde dann wirklich nochmal bei Null anfangen, quasi Pokémon Zeta Besseren und Pokémon Zeta Aroma. Also ich würde es schon als zwei separate Stream-Projekte behandeln, auf jeden Fall, weil wer weiß nicht, wie da jetzt noch kommt. Aber ja, erstmal würde ich schon eine kleine Zeta-Pause machen, aber ich hätte prinzipiell schon daran Interesse zu gucken, was in der anderen Region noch so auf uns zukommt, weil ich nämlich auch von einem Gameplay-Feature gelesen habe, was ich eigentlich ziemlich geil finde. Also da wäre ich halt schon nicht abgeneigt, zumindest mal reinzugucken. Wir müssen es ja nicht durchspielen, wir können ja einfach mal irgendwann in den nächsten Monaten einen Stream machen, wo wir einfach mal reingucken, was die Aroma-Region so zu bieten hat und dann eben entscheiden, ob wir es weiterspielen oder nicht. Aber bei Zeta ja auch so gemacht, anfangs. Nur, wie gesagt, Zeta westeren Region würde ich hier, glaube ich, erstmal kappen und irgendwann kommt vielleicht nochmal die Aroma-Region. Cutten. Ja, aber ich glaube, zu Zeta selbst habe ich ja auch ziemlich viel gesagt im Laufe der Zeit. Die Story war vielleicht minimal too much, aber ich finde, das hat sich noch in Grenzen gehalten. Die Loops in der Musik, ouch. Und das Balancing war hier und dort ein bisschen schwierig. Aber so insgesamt hat es echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe es nicht bereut, den Hack weitergespielt zu haben. Es war schon eigentlich ziemlich cool. Nur ein paar Credits, die hätte ich mir schon gewünscht, damit ich mich jetzt nicht so in der Luft hängen gelassen fühle. Aber okay, ich wette, am Ende der Aroma-Region würden wir auch keine Credits mehr bekommen. Aber ich habe zumindest das geschafft, was ich mir heute vorgenommen hatte, nämlich zumindest die reguläre Vesrin Afterstory durchgespielt zu haben. Und jetzt habe ich Hunger und keine Stimme mehr und ich muss morgen zur Arbeit. Da sollte ich auch gar nicht mehr so lange wach bleiben. Aber wir haben es zumindest geschafft. Von daher gesehen, ich glaube, das war schon ein ziemlich erfolgreicher und vor allen Dingen langer Stream für meine Verhältnisse. Aber das konnte ja keiner ahnen, ne? Würde ich mal so behaupten. So. Dann kriegt ihr noch ein bisschen Liebe von mir. Zack. Für den schönen Stream und dafür, dass ihr teilweise wirklich auch von Anfang bis Ende dabei wart. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Dass ihr euren zweiten Weihnachtsabend hier im Stream verbringt. Puh. Okay. Man kann noch eben was suchen. Da. Okay. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen, ja, eventuell guten Start morgen wieder ins Arbeitsleben nach Weihnachten. Wir streamen am Montag wieder an Silvester. Da wird es noch ziemlich chaotisch werden, würde ich behaupten. Und in der Zwischenzeit
Lasst euch nicht unterkriegen. Das Wochenende ist gar nicht mehr so weit weg. Und wir hören uns dann und lesen uns dann hoffentlich beim nächsten Stream. Und hast du den Mülleimer getroffen? Ich glaube, das war ein Nein. Ja. Mhm. Tschüss. Tschüss.